Meine Damen und Herren, Herr Präsident, Herr Nellenstroth, ist ja durchaus charmant, was Sie da vortragen. Durch wiederkehrende Straßenausbaubeiträge sozusagen Ihrem Beispiel der alten Oma gerecht zu werden, die da mit einem Gebührenbescheid über 25.000 Euro konfrontiert wird. Aber Sie sollten auch sich noch mal zu Gemüte führen, was unter anderem in der damaligen Anhörung vorgetragen worden ist, beispielsweise durch die kommunalen Spitzenverbände bzw. ihren Vertreter. Er führte unter anderem aus, bereits heute ist es schon möglich, mehrere Straßenzüge, die in einem Zusammenhang stehen, zusammenzufassen und als eine Anlage abzurechnen und damit sozusagen die Last für die Gebäudeeigentümer auch zu minimieren. Vorauszahlungen sind möglich, das ist gerade schon mal genannt worden. Selbstverständlich sind auch Ratenzahlungen im Nachhinein möglich. Und das, was man sich von den wiederkehrenden Beiträgen erhofft, so der Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, können wir in Nordrhein-Westfalen schon heute zu großen Teilen nach konkreten schon heute zu großen Teilen machen. So die Ausführungen der kommunalen Spitzenverbände. Und wenn man sich an dem Detail mit der Situation beschäftigt in den Bundesländern, wo sie eingeführt worden sind, dann stellt man fest, es gibt diverse Knackpunkte, die bis heute noch nicht ausgeräumt worden sind. Und insofern macht es durchaus Sinn, die Entwicklung in diesen Bundesländern zu beobachten und möglicherweise in einigen Jahren sich das Thema noch mal anzunehmen. Ich will nur mal drei Beispiele nennen. Das Thema der Abrechnungsgebiete. Sie sprechen davon, es muss ein räumlicher und funktionaler Zusammenhang zu erkennen sein. Wie der im Detail auszusehen hat, völlig offen. Völlig offen. Und wir kennen ja die Kreativität der Kommunen. Da gibt es ja durchaus Kommunen, die sagen, naja, unser Stadtgebiet ist so klein, so räumlich und funktional zusammenhängend, das machen wir als ein Abrechnungsgebiet, wo sie möglicherweise auch mit hinten überfallen, wie wir das beispielsweise erlebt haben anlässlich einer Klage, die Sie haben darauf Bezug genommen beim Bundesverfassungsgerichtshof dann zur Entscheidung vorgelegt worden ist. Das nächste Thema, der Abrechnungsmaßstab. Sie müssen differenzieren nach Grundstücksgrößen, Sie müssen differenzieren nach Art der möglichen Nutzung, Sie müssen differenzieren nach dem Maß der möglichen Nutzung. Das ist besonders schwierig in Gemischgebieten, wo ich einerseits gewerbliche Nutzung habe und zum anderen auch Wohnbebauung. Auch hier eine Situation, wo es mit Sicherheit Streit in der jeweiligen Kommune geben wird. Und dann der dritte Punkt, und da will ich Ihnen mal die Erfahrung aus Bayern nennen, beispielsweise von Haus und Grund und Bayern, die befürchten, dass auf diese Art und Weise eine zweite Grundsteuer eingeführt wird. Und sie sagen nicht zu Unrecht, und das gilt, denke ich, auch für viele NRW-Kommunen, in vielen Jahren ist die Instandsetzung sozusagen komplett runtergefahren worden, nur das Notwendigste im Rahmen der Gefahrenabwehr gemacht worden. Und wenn jetzt sozusagen die Kommune sich entscheidet für wiederkehrende Straßenausbaubeiträge, dann macht sie das, zu der sie eigentlich verpflichtet war, in Stadtsetzungsmaßnahmen, in Sanierungsmaßnahmen zu kleiden und über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge zulasten der jeweiligen Gebäudeaktive abzulegen. Und der letzte Punkt, wenn Sie in diesem Zusammenhang eine neue Gebühr einführen, dann muss man der Bürgerschaft auch deutlich machen, was kriegt ihr eigentlich dafür? Und wir kennen Situationen, wo teilweise in 20, 30, 40 Jahren in Siedlungsbereichen nicht viel gemacht worden ist, als im Rahmen von Gefahrenabwehr irgendwelche Löcher geflickt worden sind. Und wenn die über 20, 30 Jahre in diesem Zusammenhang zu entsprechenden Gebühren herangezogen werden, dann wird es ein großes Unverständnis geben. Und insofern glaube ich nicht, dass wir gut beraten sind, Ihrem Vorschlag zu folgen, den Kommunen eine entsprechende Option zu geben. Wir haben eine bewährte Abrechnungspraxis nach dem KAG, die gerichtsfest ist. Und insofern macht es keinen Sinn, die Kommunen auf so einen unsicheren Pfad zu bringen, mit der Konsequenz, dass sie möglicherweise bezogen auf die Frage, inwieweit das umsetzbar, hinterher vor einem Scherbenhaufen stehen. Insofern meine Empfehlung, lasst uns mal abwarten, wie die Erfahrungen in anderen Ländern aussehen. 4, 5 Jahren kann man sich gerne mal unterhalten, ob das sinnvoll ist, ja oder nein. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht ausgereift. Danke. Vielen Dank, Herr Krüger. Für die FDP spricht der Kollege Hoeneß.